Herzlichen Dank. Es ist gut, können halten. Merci. Danke. Dankeschön. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Frauen und Männer und Kinder, die Heime. Und herzlich willkommen auch da zu Willisau. Es ist ein Wahnsinn auf dem Platz, die Leute. Und ich habe den Schirm mitgenommen und ich habe gewusst, wenn ich den in die Hand nehme, dann hört es auf regnen. Und es hat aufgehört. Und ich darf einen Gruß schicken von da, vom Napfgebiet, raus, heim ins ganze Schweizerland. Und darf Ihnen sagen, dass der rassige Auftakt die junge Feldmusik Willisau gemacht hat. Und zwar mit dem Billy Boy. Und nach dem Billy Boy gehe ich jetzt dafür zum Johnny Boy, nämlich zum Hans Ricklin. Und er ist da am Tischli und er sagt uns, was es heute zu gönnen gibt. Hans, bist du so gut, dann kann ich nämlich mich deinen parat machen. Sehr gerne. Danke. Wie jeder Sendung kann auch heute Abend wiederum die beste Jasserin oder der beste Jasser die wertvolle Mittwoch-Jasser-Trophäe heimnehmen. Zusätzlich gibt es... Die Nationalpartei hatte die Wahlen durch ihr Versprechen gewonnen, den Zustrom schwarzer Arbeiter in nach Luzern.
zurück in Jasswagen zum Jürg Randegger. Ja, und ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass wir da mit dem Fuhrwerk zwischen den Leuten durchkommen. Ich möchte mich bedanken beim Fuhrmann. Es war wunderbar gewesen und vielleicht hat man auch das herzige Gefühl auf der Seite noch gesehen, auf dem Bild. Ja, jetzt wollen wir aber schauen, wo wir sind. Wir machen einen Blick auf die Schweizer Karte, wir werfen einen Blick auf die Schweizer Karte und sehen da den roten Punkt. Wir sind in Zwillisau. Zwillisau, wie gesagt, im Napfgebiet und spielen gegeneinander tun Rockwil-Berg, Kanton Thurgau, gegen Muhlen, Kanton St. Gallen. Muhlen ist zwar weiter von St. Gallen weg als Rockwil, aber das ist ein bisschen kompliziert. Grenzen macht dort ein bisschen Zickzack. Wir haben also ein Nachbarn-Duell und das sehen wir auch hier bei uns auf der Tafel. Wir sehen den Gastgeber Willisau mit dem Eisenbahnwägeli, der jetzt hier auf dem Willisauer Bahnhof steht. 4 Willisauer Gäste bei uns und dann Rockwil-Berg und Muhlen gegeneinander und am Schluss da haben wir dann das Total von der Gemeinde und wir wollen auch wissen, welches das heute der beste Jasser oder die beste Jasserin war. Und jetzt gehen wir die erste Runde. Ich darf bitte den Jasskönig von Rockwil-Berg, den Rudolf Studer. Und da hinten haben wir schon den Applaus. Darf ich Sie bitten, noch ein bisschen mehr zu mir anzurutschen? Sie müssen keine Angst haben, wenn ich Ihnen die Karte sehe, macht das nichts. Ich darf ja nicht selber geben, was ich will. Sie können also ruhig vertrauensvoll zu mir rutschen. Sie haben gewonnen, die Ausscheidung, das Rockwil-Berg. Wo sind Sie daheim? In Rockwil. Und das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben zusammen einen Bahnhof, aber es sind zwei verschiedene Gemeinden. Mhm. Jetzt wissen wir also schon ein bisschen Bescheid. Und der Telefonjasser ist der von der gleichen Gemeinde wie Sie? Ja, das ist von der gleichen Gemeinde. Ich auch von Rockwil, ja. Und die Rockwilen sind also besser gewesen? Sind da die Spitze gewesen? Wie viel haben Sie mitgemacht? Etwa 48. Das ist doch eine schöne Zahl, würde ich sagen. Doch, mal. Jetzt hoffe ich, Sie können sich da so richtig entspannen bei uns am Tisch. Und es macht Ihnen Freude, da für Ihre Gemeinde zu jassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und gehe weiter zum Gemeindepräsidenten von Willisau, zum Herr Leo Grüter. Gemeindepräsident von Willisau, wir kommen ja nachher noch miteinander ein Gespräch, wie immer mit dem Gemeindepräsidenten, der meistens in der ersten Runde genau an dem Platz sitzt. Aber heute ist eine Ausnahme, heute haben wir nämlich einen zweiten Gemeindepräsidenten am Tisch, und zwar auch ein Gemeindepräsident von Willisau. Und das ist nicht mein Fehler, und ich sehe nicht doppelt, sondern es ist ja so. Und wieso dass es so ist, das erfahren wir dann auch nach der ersten Runde. Ich darf begrüßen Herrn Anton Küng, ebenfalls Gemeindepräsident von Willisau. Sie können sich ein bisschen rübiger nehmen. Für Sie ist eigentlich der Mist schon geführt, was die Gemeinde anbelangt. Aha. Doch. Die Willisauer merken sofort alles, wenn man es lang genug erklärt. Das ist sehr, jetzt haben Sie sogar noch geklatscht. Also, ich glaube, Sie haben genug Unterstützung und ich darf den Göpp Fick begrüßen. Guten Abend miteinander. Ohne ihn geht es ja nicht, er hat immer Karten dabei und ja. Er weiss, wie man mischelt und verteilt und so weiter. Die Deutschschweizer haben wir jetzt gerade, gell? Jawohl. Und damit wir in die erste Runde steigen, wäre jetzt da bei mir am Draht, das wäre der Telefonjasser von Muhlen in der ersten Runde, das wäre Herr Beat Hug. Guten Abend. Hört ihr den Applaus? Jawohl. Ja. Das sind die Leute, die jetzt hoffen, dass Sie gut jassen. Ich meine, Sie haben ja einen berühmten Namen, Herr Hug. Sie kommen ja schon im Winnetou vor, nicht? Ja. Ja, der hat immer gesagt, Hug, ich habe gesprochen. Gut, jetzt wollen wir aber mal schauen, was ich Ihnen ablupfen kann. Da wären es, die Deutschschweizer Karten. Das sind Ihre Heimkarten, nicht? So jassen Sie. Jawohl. Eichel 7 haben wir da können für Sie requirieren. Die kann man manchmal gut brauchen, wenn man schon genug hat zum Aussteigen. Ja. Aber ich habe auch schon erlebt, dass man mit einem 7 noch einen Stich gemacht hat. Auch wenn man es nicht hat wollen. So. Jetzt werden wir mal schauen, was da noch dazu kommt. Nur nicht zu viel verraten, Hug, weil sie hört mir da außen auf dem Platz. Jetzt haben wir 7. Trumpf 7. Und das würde heissen, wir haben Eichle Trumpf. Sehen Sie es gut so? Jawohl, ist gut. Prima, jetzt haben Sie noch Zeit, solange die Musik läuft, zum Studieren. Thank you.
was meinen Sie, was das etwa gibt? 63. Mhm. Gut. Ich habe die Zahl gehört. Sie ist, glaube ich, richtig auf dem Bildschirm. Sie haben sie auch daheim. Und jetzt geht's los. Der Jasskönig von Roggwil, Bert, der Studer spielt aus. Also, Eichler ist Trumpf. Eichler 9. Doch, der Telefonjasser mit dem Nell. Wir nehmen den gerade. Eichler 7. Man sollte es hier schön in den Winkel legen, bitte, Herr Grüter, damit man es daheim gut sieht. Und das gehört dem Leo Grüter mit dem Eichler König. Ja, das gehört dem Rudolf Studer mit dem Schellenass. Ja, man muss schön warten, bis der Göpf gesagt hat, wem es gehört, damit man die Heimen, oder? Die Zeit hat, das genau zu verfolgen. Schild 7. Und das gehört auch am Rudolf Studer mit dem Schellen 9. Jetzt ist gut, danke. Schellenduell miteinander. Und das gehört dem Leo Grüter mit dem Schellenunter. Dass sie etwas anderes haben wollen. Und der Stich gehört dem Anton Küng mit dem Schild den Ober. Rose 6. Und das gehört dem Anton Küng mit dem Rosen König. Und der Telefonjasser hat gestochen mit dem Trumpf 6. Und jetzt kommt es auf den guten Willen an. Und was noch so rum ist, Sassmüsse, ja. Ja, es kommt noch ein bisschen. Der letzte Stich gehört am Telefonjasser mit dem Pool. Und ich würde sagen, gerade so, der letzte war noch zu viel. Ja. Aber es ist nicht so recht gegangen. Ein bisschen komisch gelegen. Zwei haben Rosen miteinander, die anderen zwei haben auf den Schellendauern miteinander hineingewirkt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es gegangen ist. Ich möchte mich verabschieden. Bis zur dritten Runde. Wiederhören. Ja. Also, 128 angesagt. Wir müssen etwas verteilen. Der Leo Grüter 30, angesagt 33, macht Differenz 3. Der Anton Küng 14 angesagt, 28 macht Differenz 14. Der Jasskönig am Tisch, Rudolf Studer 21 angesagt, 25 macht Differenz 4. Und am Telefon 63 angesagt, 71 macht Differenz 8.
Also ich würde sagen, da ist noch alles drin. Schlecht ist nicht geassert worden. Man hat die Rivalität jetzt zwischen Stadt und Land, hat man da gespürt. Aber zuerst jetzt zu Ihnen, liebe Jassfreunde, daheimen, passen Sie gut auf, es geht um unseren Wettbewerb. Und zwar sage ich Ihnen das jetzt das letzte Mal heute, wegen dem Wettbewerb. Zuerst sage ich Ihnen, was Sie können gewinnen. Da, das wäre Ihr Preis. Eine Fahrt mit dem Panoramawagen von Zürich auf Sion. Am Abend gibt es eine Jass-Raclette-Party mit anschliessender Übernachtung. Am zweiten Tag kommt der Höhepunkt. Ein Flug mit der Ju-52 ab Sion zum Matterhorn über das Aletschgebiet, bei einigen Mönch und Jungfrau vorbei und gelandet wird dann in Dübendorf. Der Preis wird vom Reisebüro Mittelthurgau gestiftet. Ja, und das Schönste an dem Preis ist, dass Sie nicht alleine fliegen und alleine reisen müssen. Sie dürfen noch 7 Freundinnen oder Freunde einladen auf die Reise. Und das ist grossartig. Und das Allerschönste an dem Preis ist, das darf ich Ihnen jetzt auch sagen, Sie können auswählen, ob der Göpp fliegt oder ich. Also, keine Angst, wir haben den rechten Pilot. Ja, und jetzt darf ich Ihnen noch sagen, woher dass Sie schreiben müssen, was Sie machen müssen. Sie müssen schätzen, raten, wie viele Differenzpunkte im Gesamten in diesen 6 Mittwochjass-Sendungen 1987 erjasset werden. Das letzte Jahr waren es 852 gewesen. Das Jahr in den ersten 2 Sendungen zusammen 300. Sie können also so ungefähr schätzen. Und dann schreiben Sie die Zahl zusammen mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse auf eine Karte und schicken die an folgende Adresse: Fernsehen DRS, Mittwochjass, Postfach 8099 Zürich. Und ganz entscheidend: Morgen müssen Sie spätestens im Briefkasten rühren. Der Poststempel von morgen ist letzte Eisenbahn. Also bis morgen haben Sie Zeit und nicht länger. Sie können also noch schauen, was heute gejasset wird. So, und jetzt machen wir wieder eine Schnaufpause. Wir sehen wieder etwas Schönes. Ich darf Sie einladen auf einen Spaziergang durch Willisau und Umgebung. Unsere Kameraleute haben am Montag wieder ein Ortsporträt gemacht für uns. Und ich wünsche Ihnen jetzt beim Anschauen viel Vergnügen. Willisau, Ringalle, Jazz, aber auch Wandern, Erholen, Geniessen. Heute wandert für euch Stadttier mit seinem Wächter, eine gefürchtete Gestalt von der Willisauer Fasnacht durch Städtli. Im prächtig renovierten Schloss auf dem Hügel tagt der Stadtrat. Und nur 200 Meter daneben regiert der Gemeinderat Willisau-Land in dem stattlichen Haus. Der Kern bildet das mittelalterliche Städtli mit dem oberen und unteren Tor. Mit den Haufen heimeligen Winkel. Pfarrkirche mit dem romanischen Turm, das älteste Bauwerk in der Gemeinde. Mit den 3 siebeneckigen Brunnen und den schmucken Häusern. Das Verkehrsbüro organisiert auf Wunsch eine Führung. Ihr könnt aber auch in den freundlichen Geschäften lädeln oder in einem gastlichen Haus einkehren. In der Sportanlage trainieren Spitzensportler aus der ganzen Schweiz, aber auch die Schüler vom Kindergarten bis in Kantons- und Berufsschule. Erholung findet man bei den Weihern im Ostergau,
oder auf einer gemütlichen Wanderung im ruhigen Napfgebiet. Die echten Ringali kann man nicht selber machen. Die kauft man in den Willisauer Bäckereien oder in den Läden in der ganzen Schweiz. Der Gute. So urig wie die Luzerner Hinterländer ist der Original Willisauer. In der umgebauten Festhalle findet immer Ende August das weltbekannte Jazzfestival statt. Ein Ausflug auf Willisau im Luzerner Hinterland lohnt sich immer. Wann kommt ihr? Ja, auf das Jazzfestival kommen wir nachher nochmal zurück. Der Applaus ist für dich. Der Applaus gilt unseren Kameraleuten und wie gesagt, er ist für dich. Jetzt aber zu unseren Gemeindepräsidenten. Ich frage jetzt nicht, welcher ist der Richtige. Ich weiss, beides sind die Richtigen. Herr Grüter, von wo sind Sie Gemeindepräsident? Ich bin Präsident von der Gemeinde Willisau-Stadt. Mhm. Und der Herr Küng ist von wo? Von Willisau-Land. Willisau-Land. Das ist ja lustig. Also bei uns in Zürich gibt es nicht Zürich-Stadt und Zürich-Land. Also es sind nicht zwei Gemeinden. Wo sind wir da jetzt mit dem Wagen? Da sind wir ganz hart an der Grenze. Der Bach, also Buchweger, trennt. Das Hauptgebäude vom Bahnhof ist auf Willisau-Stadt und da sind wir auf Land. Aha, wir sind also auf Land. Ja, ich habe es vorher schon gemerkt, da ist eine grosse Rivalität. Das sind zwei ganz eigenständige Gemeinden. Das sind zwei ganz selbstständige Gemeinden, wir reden einander überhaupt gar nicht rein. Mhm. Aber wahrscheinlich freundnachbarlich verbunden und Politiker werden schon ein bisschen, manchmal Gespräche führen, was jetzt am besten ist für beide Gemeinden. Oder? Sehr freundlich nachbarlich. Mhm, das ist gut, ja, das gehört mir gerne. Haben Sie Probleme in der Stadt? Wie viele Leute leben dann in der Stadt? Oder im Städtli? Im Städtli, sagen Sie richtig, gerade. Jawohl, es leben ca. 2800 Einwohner im Städtli und auf Willisau-Land ca. 3800. Also grob geschätzt. Mhm, mhm. Und das Städtli ist ein Städtli, weil es Marktrecht hat? Jawohl, das Marktrecht, die Ringmauern. Oder? Und die Gerichtsbarkeit von der Stadt Luzern schon im frühen Mittelalter. Das ist wahrscheinlich eine Alemannensiedlung, oder? Wo also ein Willi seine auch und nicht genau, und hat nichts mit einer Sau. Nein. Das ist das berühmte Stadttier. Nicht nur das Stadttier, das eine Figur aus der Willisauer Geschichte. Was noch? Und hat mich gerade ein bisschen geschoben. Das ist eine wahnsinnige Gestalt. Und haben Sie kein Verkehrsproblem jetzt zum Beispiel? Das schneiden Sie gerade an. Das Verkehrsproblem ist unser grösstes Problem eigentlich heute. Weil wir haben den Krach vom Verkehr, wir haben keine Umfahrungsstrasse. Und ich glaube, das ist das grosse Problem vom Städtli, dass wir eine Beruhigung vom Verkehr herbringen können, dass auch die Leute wieder gewillt sind, die Städtli zu wohnen, ohne dass sie alle Nacht aufgeweckt werden durch den Lärm von den Autos und von den Dörfern. Sie halt Willisau-Land fragen, ob es Platz hätte für eine Straße. Sie hat die Platz, oder? Weil Willisau-Land ist ja 10-mal grösser flächenmässig als Willisau-Stadt. Also hoffen wir, dass wir da etwas eingeleitet haben mit dem Gespräch. Und danke für die Auskünfte, die ich bekommen habe. Und jetzt gehen wir in die zweite Runde. Hast du die Karte parat? Ich sollte jetzt Verbindung haben mit dem Herrn Allensbach. Französische Karte. Hallo? Ja, ich höre Sie nicht am Telefon. Wie? Ich höre. Hören Sie mich nicht? Oh, jetzt haben wir wieder da ein Problem. Ein Knopf. Herr Allensbach? Ja? Herr Allensbach? Ja. Jetzt hören Sie mich? Ja. Da bin ich froh. Jesus Gott, wenn ich jetzt noch auf Rockwil rauskomme. Ja, dann wäre ja, wär ja nicht gegangen. Also gut, Herr Allensbach, ich lupfe ab, damit wir da das Zeug ein bisschen beschleunigen jetzt. Sie sehen es? Ja. Es ist der Achter von Ecke. Sie jassen dann in der vierten Runde mit der deutsch-schweizer Karte, jetzt mit der französischen. Hören Sie mich jetzt gut, Herr Allensbach? Ja, ist gut. Ja, ist wunderbar. Der Herr Josef Allensbach ist, wie wir gehört haben, auch zu Rockwil daheim. Und jassen für Rockwil-Berg. So. So. Und dann noch etwas. Sorry.
Jetzt Trumpf ist Ecke und Ecke 8 war Ablauf, das wissen alle, da ist es. Das wäre Ihr Platz, sehen Sie es gut so? Ja, ist gut. Dann machen wir jetzt Musik und so lange haben Sie Zeit zum Überlegen. Sie sagen das, wie aus dem Rohr geschossen, kuppelt zum Rohr aus. Jetzt haben wir das bereits auf dem Bildschirm und der Herr Studer, Ihr Mitkämpfer, kann ausspielen. Ich tue die mal ein bisschen anders eben und da langsam den Krampf über so. Also, wir haben Ecke, Trumpf. Ein bisschen geschwind. Ja, geht schon. Jetzt sehen Sie es. Kreuz 6 und 8. Eda? Ja. Aha, gut. Und das gehört dem Anton Küng mit dem Kreuz 10. Herzburg. Und da haben wir Nell vom Rudolf Studer. Herz ist gespielt. Herz 9. Das gehört am Telefonjasser mit dem Herz 9. Kreuzburg. Und da haben wir das Trumpfass vom Rudolf Studer. Geht da? Ja. Gut. Da haben wir es drum gefacht, die vom Telefon Jasser. Schmufflebuch. Da, Moment, das gehört am Rudolf Studer mit dem Trumpf 10. Der Leo Grüter hat keine Schaufel, darum darf er runtertrumpfen. Herz-Tenny. Und das gehört auch Rudolf Studer mit der Herz-Dame. Das ist wunderbar, der Eifer ist da, oder? Aber wir müssen es einmal ein bisschen liegen lassen, dass man es sieht zu Hause. Trumpfbauer. Schaufeln oben. Und da haben wir den Trumpfbauer von Josef Fallensbach. Und das gehört auch noch am Rudolf Studer mit dem letzten Stich. Ich habe Ihnen ein Aufschnaufen gehört, Herr Allenspach. Ein Aufschnaufen und ein erleichtertes Lachen. Ich glaube, es ist schön, wenn es so läuft. Dann, das war meine Frau. Ja, das war die Frau. Ja, ja. Die fiebert natürlich noch mehr mit als sie. So, ich verabschiede mich bis zur vierten Runde. Ist ja wunderbar gegangen. Schöne Zeit bis dann. Danke, wir haben 137 angesagt. Leo Grüter wollte 14 machen, sie haben ihm nichts gelassen. Differenz 14.
Und der Anton Küng hat wollen 0 machen, ihm haben es 10 gegeben, Differenz 10. Dann haben wir am Telefon Josef Allenspach 47 angezeigt, 45 gemacht, Differenz 2. Und der Rudolf Studer 76 angezeigt, 102 gemacht, Differenz 26. Ui, da hat es ein bisschen gegeben. So, und wir haben bereits die ersten Total. Der Stadtpräsident von Willisau hat 17 Differenzpunkte. Dann der Gemeindepräsident von Willisau hat 24 Differenzpunkte. Und der Jasskönig von Roggwil-Berg hat 30 Differenzpunkte. Ja, jetzt darf ich Sie wieder einladen zu einem Abstecher als Brienzer Rothorn. Auf der Planalp ist wieder eine Jazzpartie im Gang und dort gibt es wieder etwas zu diskutieren. Es ist halt schon so, dort wo gejasset wird, tauchen auch immer wieder Probleme auf. Jawohl, geschoben! Und? Ja, in dem Fall sagen wir oben runter. Ja, nicht schlecht. Dann spielen wir da das schilde Ass aus. Wie viel habt ihr eigentlich? 800, 900.000? Ihr seid ja schon lange draussen. Ja, natürlich sind wir draussen. Aber jetzt wird weitergespielt. Ja, wir wollen uns nämlich noch eine kleine Matchprämie verdienen, Max. Sozusagen als Supplement oder ja, Overtipp. Gut. Sind ihr eigentlich vom Affbissen? Wenn ihr draussen sind, sind ihr draussen. Dann gibt es doch nichts mehr weiterzujassen. Ja, natürlich wird weitergejassen. Ja, und das Spiel ist verteilt. Die erste Karte da liegt auf dem schönen Rudel. Wir sind doch ganz miese Vögel. Ja, weil wir erst 620 haben, haben die natürlich gedacht, ich könnte ruhig noch eine Runde riskieren. Ja. So ist es. Der Schachzug ist gelungen, Max. Komm, gib mir Karten. Sag mal, schämt ihr euch eigentlich nicht? Zieht den ganzen Tag Karten in Häuser, gewinnt jede Partie und wendet uns jetzt noch mit einem fiesen Trick ein Stützchen mehr aus. Von Fairplay habt ihr noch nie etwas gehört. Also mit Fairplay hat das nichts zu tun, sondern mit Cleverness. Ja. Du kannst dir deine Cleverness an deine Kappe stecken, ja. Gell? Für uns ist die Partie gelaufen. Ja, aber für uns nicht. Wir haben uns nämlich noch nicht bedankt. Richtig. Aber ihr seid draussen. Das interessiert doch niemanden. Jörg hat das Spiel verteilt, der Werni hat ausgespielt und ein angefangenes Spiel muss auf Wunsch fertig gespielt werden. Ja, und wir haben den Wunsch. Max, komm, gib Karte. Aus, Schluss, fertig, Amen. Ja. Oh, ihr seid draussen, der Max hat es gemerkt, bevor er seine erste Karte gibt und damit ist euer Mainstrick gründlich in die Hose. Genau. Also Karte zur Hose. Ja, Göpf, wie sieht das aus? Die also, haben also einfach wollen noch mal spielen und ein Stützchen extra geben. Ja, die Matchprämie haben sie abgemacht gehabt. Wenn man einen Match macht, kommt man auf Enkel über. Aber wenn die eine Partei draussen ist und die anderen das merken, dann sagen sie, wir spielen immer weiter. Und zwar kann man so lange reklamieren, bis man zum ersten Stich die eigene Karte gegeben. Das haben sie gemacht, sie haben reklamiert, also wird das Spiel nicht mehr gespielt. Danke. Wenn Sie weitere Fragen haben, wir haben auch einen Jazz-Service, allerdings müssen Sie die Frage schriftlich stellen. Ich sage Ihnen gerade die Adresse. Das heisst OK Jazz und das wäre Postfach 8401 Winterthur. OK Jazz, Postfach 8401 Winterthur. Und beantwortet werden die Fragen von Göpf in Radio DRS am Dienstag am Morgen in der Palette am 10 ab 11 Uhr. Also Zusammenarbeit mit Radio DRS. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der ersten Jazzrunde. Hast du das? Tut mir leid, aber das kann es geben. Und ich sehe, Sie nehmen es mit Fassung. Und Sie können jetzt schön da noch ein bisschen warten und dann langsam sich verziehen in die hinteren Gemächer, wo Sie dann gemütlich die Sendung noch fertig schauen. Ich muss unbedingt schnell voraus, muss schauen, wie es regnet, was da aussen das Fest macht. Ich muss auch schauen, ob die Willisauer gleich schön trinken, auch wenn es regnet. Es ist alles. Jetzt ist das Tier schon wieder da. Unwahrscheinlich. Aber jetzt wollte ich es wissen. Jetzt wollte ich es wissen. Jetzt war mir sogar der Schirm zu. Hör mal, wer bist du? Komm, zieh mal den Hut ab. So. Und jetzt wollen wir es wissen, was ist das für ein Tier? Das ist eigentlich der Geist von einem alten Stadtbaumeister, der sich vor etlichen hundert Jahren hier am Falkenlein vergangen hat. Er hat
nach einem Brand vom Städtli, hat er den Auftrag gehabt, dass alle Häuser wieder gleich aufzubauen. Und da hat er die Frechheit gehabt, die Gemeinheit, seine Kopperschmied irgendwo in der Silbergasse oder in der Killengasse hinten viel grösser und viel schöner zu machen. Und darum tut er jetzt so jahrhundertelang rumgeistern. Ja, jetzt wollen wir ihm aber für heute Abend Ruhe gönnen, nicht wahr? Jetzt haben wir den Kopf haben wir jetzt abgezogen. Danke vielmals, es war recht heiß da drin. Ich glaube, er leidet. Und du, Wächter, du hast natürlich müssen schauen, dass das Viech nicht abgeht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und vor allem, wenn wir an die Fasnacht gehen, müssen wir ihn einfach mitnehmen wieder. Das braucht man einfach das wieder. Ist richtig, an der Fasnacht natürlich schauen, dass er nicht ab der Kette geht. Also schaut ihm weiter gut, er sieht unwahrscheinlich aus. Und ich darf jetzt ansagen, die nächste Darbietung, die uns Willisau offeriert. Wenn man Willisau hört, dann denken sehr viele Leute an das Jazz-Festival. Und darum wird es jetzt jazzig, funkig, rockig. Und zwar hören wir Napf Band Light von Willisau. Und sie spielen kein Willisauer Volkslied, sondern sie spielen Curaçao. So that's a samba, baby. It's written from Brazil. Light und Live von Willisau und Napfband Light gehört man auch am Willisauer Jazz Festival. Da stehe ich beim neuesten von diesen berühmten Plakaten von Niklaus Troxler. Und zwar ist es so ein Violinschlüssel, der hier aufgeschlüsselt worden ist. Und der Jazz Festival findet statt, 27. bis 30. August. Und jetzt geht es ruhiger weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Volksmusikfreunde jetzt leicht aus den Socken geklopft hat. Aber Sie können sich beruhigen, ich muss mich da auch durchkämpfen. Und ich möchte, bis ich jetzt den Wagen wieder erreicht habe, möchte ich den Hans bitten, Zwischenstand bekannt zu geben.
Ja, und der Zwischenstand zwischen Roggwilberg und Muhlen zeigt momentan ein klares Bild. Roggwilberg hat 3 Jasser im Einsatz gehabt, hat total 32 Differenzpunkte. Muhlen hat 1 Jasser im Einsatz gehabt und hat 8 Differenzpunkte, also momentan Muhlen klar in Führung. Ja. Ein bisschen mehr aussagen tut dann das dritte Spiel, wenn beide Orte je 3 Jasser ja, und wir sind kann. Jetzt schon so weit, dass wir den Jasskönig von Muhlen da haben. Das ist der Heinrich Rotenberger. Nicht verwandt mit der Anneliese? Nein. Nicht. Leider nicht. Leider. Ich sage, so eine Tante wäre nicht schlecht. Jetzt ein bisschen mehr zu mir anrutschen, bitte. So, wir müssen da schauen, dass die Kamera überall dran vorbeikommt. Sie haben gesehen, was da so los ist, trotz Regenschauer. Das ist eigentlich unwahrscheinlich. Hätten Sie das erwartet? Ja, sinnig. Ja, wird wahrscheinlich bei uns auch so werden. Nein, nicht so. Gut. Sie rechnen also damit, dass wir zu Ihnen gehen jetzt? Ja, oder Berg. Ja. Gut, jetzt wollen wir schauen, was Sie machen. Sie haben ja auch die Ausscheidung gewonnen, sind jetzt da. Jasskönig ist immer der, der die Ausscheidung gewonnen hat. Die Heimer, das wissen Sie. Langsam, und ich darf neue Gäste begrüßen. Herr Anton Steinger. Das habe ich noch nie gehört. Steiner habe ich gehört, Steiger habe ich gehört. Sie haben jetzt gerade beides. Ja, wahrscheinlich kommt es fremd von dem. Ja, ein bisschen abgeändert. Wenn Sie einmal Vornehmen haben wollen, Sie haben es noch einen Buchstaben nicht ja, gemischt. Sind Sie ein alter Willisauer da? Ja, schon. Aber Sie haben nichts mit der Ringli zu tun? Früher schon. Ist wahr? Sauber gemacht, ja. Ja, das ist wunderbar. Ja, das ist toll. Gut, und dann haben wir neben Ihnen haben wir Heidi Germann, Hausfrau und Mutter, baldige Mutter oder schon Mutter. Ja, mehrmals. Aber es ist bald wieder so. Wir haben ja jemanden da, der gerade aus dem Spital gekommen ist, oder? Und jetzt haben wir sie, der gleich ins Spital muss. Und doch noch da mit. Ja, ist ein bisschen heiß da drin, ja? Ja. Gut. Aber ich hoffe, sie reisen nicht zu fest. Gut, jetzt, Göpf, was haben wir? Französische Fahrt, Telefonjasse. Natürlich, jetzt kommt der Telefonjasse wieder dran. Und zwar Muhlen, der Jasker ist da und der Herr Hug ist da. Jawohl. Herr Hug. Gut. Ihre zweite Runde. Verständigung klappert. Jawohl. Ich klopfe ab für Sie. Sie sind dran jetzt. Sie wissen es, oder? Ja. Gut. Was haben Sie wieder sagen? Ja, aber. Das ist der Schaufelkönig. Ist etwas nicht gut? Doch, doch. Doch, doch. Sie haben nicht gemeint, Sie kommen noch nicht dran, oder? Das gibt es eben so, dass der Jasskönig und der Telefonjasser in einer Runde miteinander dran sind. Aber Sie wissen ja nicht, was er machen will. Sie haben gesehen, vorher hat es ja auch nicht so geklappt bei den Rockweilern. Berger werden jetzt wieder sagen, hätte er uns Jasser lassen. Gut, jetzt wollen wir schauen, was Sie bekommen. Was haben wir denn da alles? Jo, noch der Trumpfkönig. Schaufeln ist Trumpf. Haben wir schön im Licht die Karte. Sie sehen es gut, die Herren. Prima. Dann machen wir jetzt Musik, Herr Hug, für Sie zum Überlegen. Die Musik ist schon wieder weg und wir möchten wissen, was Sie machen wollen. Reihenfest. Die Zahl ist erschienen und los geht's mit dem Herr Rotenberger. Also, wir haben Schaufelentrumpf. Ja, die wird nicht genommen, Herr Steinger. Da. Die wird überhaupt nicht genommen. Die lassen wir schön liegen vor euch. Herzbuhr. Das geht. Herzbue. Das gehört dem Anton Steinger mit dem Herzkönig. Jetzt dürfen Sie es nehmen. Kreuz 9. Und das gehört der Heidi Germann mit der Kreuz Dame. Und das gehört dann Anton Steinger mit dem Trumpf Zenny.
Ecke 80. Und gestochen hat der Christian Rotenberger mit dem Nell. Und das gehört dem Anton Steinge mit dem Trumpfass. Kreuz König. Und gestochen hat der Christian Rotenberger mit dem Ecker König. So, jetzt muss mal etwas gehen. Oha, da haben wir. Oha, oha! Er will eine Dame verstecken. Wie willst du das? Trumpf gespielt. Und jetzt, was geben wir? Schaufel 80. Und das gehört auch noch Anton Steinger mit der Trumpfdame. Hei, 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 hei. Schaufel König. Gibt es gleich noch ein Regenwetter? Ja, lass es weit rauskommen. Und das gehört dem Beat Hug mit dem Trumpf König. Schaufel Bauer. Und da haben wir noch den Herr Bauer. Der gehört auch noch Beat Hug. Mit dem letzten Stich. 20, 21, 26, 29. Oi, 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 ist ein bisschen viel gekommen noch. Oh, Herr Hug, das ist ein bisschen viel gekommen. Ja. Sie haben zu weit rausgekommen. Dann nachher ist man wehrlos. Wenn man so alles auf den Schluss ankommen lässt, dann kann man sich nicht mehr wehren und muss nehmen, was kommt. Ja, Herr Hug, Sie sind entlassen. Danke Ihnen fürs Mitmachen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Freude gehabt. Es ist sicher eine Nervensache. Und es ist ja, schwierig für den Gemeindejasser. Aber eine schöne Zeit wünsche ich Ihnen noch und viel Vergnügen. Okay. Wieder lassen. Er hat 147 A gesagt. Der Anton Steinger hat 34 gemacht, hat 43 gemacht, Differenz 9. Und Heidi Germann hat 24 angesagt, 13 gemacht, Differenz 11. Dann haben wir den Beat Hug am Telefon, 53 angesagt, 67 gemacht, Differenz 14. Und der Christian Rotenberger, 36 angesagt, 34 gemacht, Differenz 2. Ich denke, ich habe etwas so ein Tüchli. So, und nachdem jetzt beide Ortschaften, Rockwil-Berg und Muhlendrü, Jasserin Einsatz hatten, nimmt uns natürlich der Stand Wunder. Rockwil-Berg hat immer noch 32 Differenzpunkte und Muhlen hat 24 Differenzpunkte. Also momentan Muhlen in Führung, alles entscheidend, dann aber die vierte Runde. Und ja. Übrigens, alle acht Jasser, die heute am Mittwochjass teilgenommen haben, wie auch alle anderen Jasser während unserer Mittwochjass-Serie, werden am 25. Oktober zu einer Fahrt mit dem Aussichtswagen in Tessin eingeladen. Da gibt es dann in einem Grotto ein Mittagessen, viel Unterhaltung und ein zünftiger Jass kann dann sicher auch geklopft werden. Jetzt geht es weiter. Und zwar in die alles entscheidende vierte Runde. Ich glaube, wenn ich so richtig überschlage am Kopf, 8 Punkte ist, sind die beiden Gemeinden auseinander. Es ist also noch alles offen. Es kann noch alles passieren. Ich habe jetzt wieder Herr Allensbach am Telefon. Herr Allensbach? Ja. Ist Verständigung gut? Mal. Prima. Dann haben wir schon etwas gelernt. Und lupfen ab für Sie. Da ist sie. Die gilt. Das wäre ein 6. Und zwar Schelle 6. Und wieder alle freuen, dass eine Deutschschweizer Karte gegessen. Ja, zu Willisau wird Deutschschweizer Karte, mit Deutschschweizer Karte gegessen. Und Berg, Rockwil und auch Muhlen natürlich auch. So, aber ich glaube, nach so viel Samstag und Mittwoch essen, kennen alle, fängt alle Karte. Ja.
so, Trumpf wäre die Schelle, Schelle 6, das wäre die Abluftkarte gewesen, die ich reingenommen habe. Und wenn Sie es so gut sehen, dann können Sie jetzt kurz überlegen, so lange wie die Musik geht. Da kommt das schon und ich habe es gehört. Es ist auch bei Ihnen auf dem Bildschirm richtig, glaube ich. Ja. Und dann können wir loslassen. Herr Rotenberger. Also, zum letzten Spiel, Schellen in Strumpf. Schelle 70. Das gehört am Telefonjasser mit dem Trumpf Sydney. Schelle 6. Und das gehört am Anton Steinger mit dem Trumpf Ass. Schild 8. Und das gehört auch Anton Steinger mit dem Schild da unter. Rose 9. Das gehört ebenfalls am Anton Steinger mit dem Rose König. Und da hat gestochen der Christian Rotenberger mit dem Nell. Schilden aus. Und das gehört dem Anton Steinger mit dem Trumpf König. Er hat, glaube ich, nicht unbedingt so viel willen. Am Gesicht Ausdruck haben. Eichler 80. Und gestochen hat der Christian Rotenberger mit dem Trumpf Ober. Und das gehört, der Trumpf Bauer gehört auch Christian Rotenberger. Und da haben wir noch den letzten Stich, der gehört auch Christian Rotenberger. Sie können aufschnaufen, Herr Allesbach. Ja, Sie können aufschnaufen. Ich gratuliere Ihnen. Es war gut gejasset, schön übersetzt mit dem Trümpfli am Anfang. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, und es ist, glaube ich, alles entschieden. Wir wissen nur noch nicht wie. Wir gehen jetzt raus miteinander. Es ist auch viel kühler da draußen, Frau Gerle. Darf ich Sie bitten, vielleicht dort rauszugehen? Und Herr Rotenberger kommt gerade mit mir. Wir gehen hier durch und überlassen das Büro jetzt Göpf und dem Hans. Bitte rechnen für uns. Also, wir haben 152 angesagt. 42 hat wieder der Anton Stein gemacht, hat 54 gemacht, Differenz 12. Die Heidi Gehrmann 0 angesagt, 0 gemacht, Differenz 0. Am Telefon Josef Allensbach, 17 angesagt, 13 gemacht, Differenz 4. Und der Christian Rotenberger, 93 angesagt, 90 gemacht, Differenz 3. Liebe Zuschauer, der Schuss ist draussen. Am nächsten Mittwoch ist unser Jasswagen in Muhlen zu Gast. Der Muhlen hat mit 27 Differenzpunkten gewonnen. Ja, Muhlen hat gewonnen. Wir gratulieren. Aber wir gratulieren auch Rockwil Berg. Es war ein fairer und ein heißer Kampf gewesen.
Und Hans, bist du schon so weit? Wer hat den ersten Preis gewonnen? Wer war heute Abend der beste Jasser gewesen? Ja, der beste Jasser hier in Willisau ist der Jasskönig von Muhlen, der Christian Rotenbühler mit 5 Differenzpunkten. Ist das schön. Der Christian Rotenberger hat gewonnen. Und zwar der Jass-Pokal, nein, es ist kein Pokal, es ist ein Trophäe mit dem schönen Jass-Wägeli, mit dem Modell und selbstverständlich Halbpreisabonnement von der SBB. Und wer ist Zweiter geworden, Hans? Und Zweiter ist worden der Telefonjasser von Rockwil-Berg, der Josef Allensbach mit 6 Differenzpunkten. Das freut mich, ich kann ihm nämlich den Preis nicht geben und da bin ich froh, ich weiss nämlich gar nicht mehr, was es war. Herr Allensbach, da symbolisch zum Jassklopfen und herzliche Gratulation. Sie werden Ihren Preis bekommen. So, mir bleibt nur noch herzlich zu danken. Und zwar danken der Willisauer, dem Organisationskomitee, zu danken auch unserer Technik, unseren Kameraleuten, Tonleuten und allen der ganzen Equipe, dass sie können diese Sendung hier trotz dem unsicheren Wetter abfahren. Ich sollte noch irgendwo sehen, wie viele Totaldifferenzpunkte das wir jetzt haben. Aber ich sehe das hinter dieser Lampe, kann ich das nicht. Wir haben es. 436 bei Halbzeit. Ich habe es nicht gesehen hinter der Lampe. 436, Sie können jetzt aufrechnen, Sie können auch denken, vielleicht werden es nachher etwas besser oder etwas schlechter, ja, das spielt keine Rolle. Ich war beim Dank gewesen. Der Dank geht auch an alle Zuschauer, die da sind, natürlich an Sie zu Hause. Und ich darf Ihnen sagen, am nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder, zu Muhlen. Hoffen Sie sind wieder dabei. Als letzte Darbietung von dem heutigen Mittwoch von Willisau darf ich Ihnen die Tanzgruppe der Trachtenleute von Willisau ansagen. Sie tanzen zu einer Musik, die heisst «Viel Glück». Und von «Viel Glück» ist natürlich nicht weit zu dem, was ich sagen kann. Einen schönen Abend und viel Freude. So. Thank you.